Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Pandemie beschert uns einerseits gigantische Einnahmeausfälle und das Land stellt erhebliche Mittel zur Verfügung für Schutzausrüstung, für Tests, für Impfzentren, für die pandemiegerechte Ausgestaltung unserer sozialen Infrastruktur, für Sofort- und Überbrückungshilfen, für den Ausgleich von Einnahmeausfällen bei Landesunternehmen und Trägern, für Digitalisierungsbedarfe in Zeiten reduzierter Kontakte und neuen Kommunikationserfordernissen. Daraus erwächst ein enormer Finanzierungsbedarf, den wir mit diesem Nachtragshaushalt decken. Dabei setzen wir explizit den Kurs fort, auf den sich diese Koalition mit dem ersten Nachtrag verständigt hat. Ich will den hier nochmal skizzieren. Erstens, wir werden nicht den zum Scheitern verurteilten Versuch unternehmen, uns aus der Krise heraussparen zu wollen. Nein, wir werden jetzt nicht alles auf den Prüfstand stellen und damit Verunsicherung in die Stadt tragen und auch noch die öffentliche Nachfrage verknappen. Das gilt explizit auch für die Bezirke, die wir weiter in der Krise abschirmen. Zweitens, wir werden die Corona-bedingten Mehrausgaben und die gigantischen Mindereinnahmen durch notfallbedingte Kreditaufnahme finanzieren. Drittens, wir werden das Auflegen neuer Projekte und Umschichtungen im laufenden Doppelhaushalt im Haushaltsvollzug restriktiv handhaben. Viertens, wir werden Reste und Überschüsse, die sich ergeben, weil Corona-bedingt Ausgaben nicht getätigt werden können, in einer Rücklage sammeln, damit wir fünftens in der Lage sind, Mittel für Investitionen, für wirtschaftsstützende und konjunkturfördernde Maßnahmen bereitzustellen, auch über 2021 hinaus. Das wird nicht reichen, aber es wird dazu beitragen. Sehr geehrte Damen und Herren, im Konkreten bedeutet das, wir setzen den erfolgreichen Weg der Soforthilfen fort. Ich will noch mal daran erinnern, Berlin hat im Frühjahr schnell reagiert, Berlin hat schneller reagiert als der Bund und auch die übrigen Bundesländer. Damit konnten viele Solo-Selbstständige, Kulturbetriebe, Künstlerinnen und Künstler, Klein- und Kleinstbetrieben in Tourismus, in Service und in Gastronomie, denen von heute auf morgen die Einnahmen weggebrochen sind, zunächst geholfen werden. Berlin hat dabei von Anfang an erkannt, dass es hier auf Schnelligkeit ankommt und es hat von Anfang an erkannt, dass es natürlich auch eine Hilfe zum Leben braucht und nicht nur eine Hilfe für die Begleichung von Betriebsausgaben. Alles andere wird der Lebensrealität der genannten Gruppen nicht gerecht. Die Bundesregierung ist sich dessen wohl mittlerweile bewusst, auch wenn das, was jetzt mit dem Konzept der Neustarthilfe hier vorgeschlagen wird, eher ein fauler Kompromiss sein dürfte. Kurzum, ich möchte mich an dieser Stelle noch mal bei allen bedanken, die es ermöglicht haben, dass Berlin hier so schnell und so wirksam reagiert hat. Weitere Sofortmaßnahmen des Bundes und des Landes schlossen sich an. Bereits im ersten Nachtrag haben wir hierfür Geld zur Verfügung gestellt. Der zweite Lockdown schafft eine neue Situation. Wir wissen nicht, wie lange die Beschränkungen dauern werden. Konkret, wir haben heute in der ersten Debatte in der Aktuellen Stunde darüber geredet, aber wir wissen, dass sie hart treffen werden, dass sie wirtschaftlich hart treffen werden und wir wissen, dass wir weitere Hilfen brauchen werden. Natürlich steht der Bund hier in der Verantwortung, aber die Signale des Bundes sind hier durchaus ambivalent. Einerseits werden neue Hilfsprogramme, zum Beispiel für die Veranstaltungswirtschaft, angekündigt. Das wäre dringend nötig. Andererseits wird besonders von der CDU lautstark gefordert, die Rechnung für die Hilfen den Ländern zu präsentieren. Das wäre katastrophal und auch nicht gerade ein Signal der Solidarität zwischen den Ländern. Der Bedarf an Hilfen ist ja ganz unterschiedlich in den Ländern und man sollte hier keinen Keil der Spaltung hineintreiben. Und Berlin verlässt sich ja nicht nur auf den Bund, sondern stellt abermals über den Senatsentwurf hinaus 500 Millionen Euro zur Verfügung. Der Senat ist jetzt gefordert, unter Berücksichtigung der Bundeshilfen schnell zu entscheiden, welche Hilfen werden fortgesetzt, welche Hilfen müssen angepasst werden, wo braucht es neue Instrumente, wo sind Lücken. Wenn Betriebe und Institutionen zwar bisher mit der Hilfe der Programme noch leben, aber aufgrund des Andauerns von Beschränkungen ohne weitere Hilfe nicht überleben können, dann ist es angesagt, dass wir hier natürlich weiter helfen müssen. Was uns weggebrochen ist, das bekommen wir hier nicht wieder. Das brauchen wir für die Wirtschaftskraft in dieser Stadt. Gerade die Kulturwirtschaft durch die Krise zu bringen, ist bei uns hier eine besondere Herausforderung, ebenso die Veranstaltungswirtschaft. Stipendienprogramme,
Zum Beispiel sind hier wichtige Maßnahmen, die fortgesetzt werden dürften, aber es gibt auch andere viele kleine Maßnahmen, die sicherlich richtig ist. Vor allem wird es darum gehen, Einrichtungen, Sozial- und Kultureinrichtungen, aber auch andere pandemiefest zu machen. Und es geht sicherlich auch um Hilfen für Familien in der Krise. Wir werden stellen außerdem mit dem Nachtragshaushalt Mittel für die Einnahmeausfälle der Landesunternehmen bereit. Wir sind interessiert an starken Landesunternehmen. Wir brauchen sie und müssen sie deswegen auch wirtschaftlich in der Krise sichern. Das gilt für die BVG genauso wie für die Messegesellschaft. Das gilt für Kulturbetriebe, für den BER und auch für Krankenhäuser. Insgesamt 320 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung. Und natürlich werden wir mit dem Doppelhaushalt Bundesprogramme, wenn nötig, kofinanzieren. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir über die Beschränkungen in der Pandemie reden, müssen wir immer über die Situation von Menschen reden, die nicht einfach so zu Hause in ihren vier Wänden bleiben können. Menschen, die auf der Straße leben, Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften in extremen Wohnverhältnissen leben. Und deswegen brauchen wir eben hier zusätzliche Unterkünfte, in denen man die Vorgaben des Gesundheitsschutzes einhalten kann. Wir brauchen Quarantänehotels. Und natürlich kostet es mehr, wenn wir Menschen so unterbringen, dass sie auch Abstand einhalten können und gegebenenfalls Quarantäneauflagen eingehalten werden können. Aber wir wollen auch in der Pandemie niemanden zurücklassen. Wir wollen eine solidarische Stadt. Und sehr geehrte Damen und Herren, wer das skandalisiert, sagt eine Menge über sich. Sehr geehrte Damen und Herren, den Schutz von Mieterinnen und Mietern in Milieuschutzgebieten vergessen wir über die Pandemie nicht. Wir füllen den Topf, aus dem wir Zuschüsse für die Ausübung des kommunalen Vorkaufsrechts leisten können, auf. Gerade die letzten Paketkäufe der Deutschen Wohnen und von Heinz-Staden haben gezeigt, wie effektiv dieses Instrument ist, wenn es gilt, Abwendungsvereinbarungen zu erreichen, die Mieterinnen und Mieter wirksam über Jahre vor Verdrängung schützen. Das können wir aber nur, wenn wir tatsächlich bereit sind, den Vorkauf auch auszuüben. Und der Immobilienmarkt davon ausgehen muss, dass wir das jederzeit tun können und auch tun werden. Dafür haben wir jetzt vorgesorgt. So regelt der Nachtragshaushalt, was für den Augenblick nötig ist. Aber wir sind jederzeit in der Lage, nachzusteuern und haben deshalb den Senat aufgefordert, einen weiteren Nachtragshaushalt einzubringen, wenn die Lage es erfordern sollte. Etwa weil die Einnahmen sinken oder weil wir weitere Maßnahmen finanzieren müssen oder weil es mehr Geld für die Rettung von Landesunternehmen braucht. Aber, sehr geehrte Damen und Herren, eine Aufgabe konnten wir mit diesem Nachtragshaushalt nicht lösen. Meine Fraktion hat darauf gedrängt, aber wir konnten uns in der Koalition nicht darauf verständigen. Worum geht es? Meine Damen und Herren, wir haben folgendes Problem. Wir wissen jetzt schon, dass die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zum Teil erst in den nächsten Jahren sichtbar werden, wenn die pandemische Notlage hoffentlich überwunden sein wird. Wenn zum Beispiel die Regelungen zum Kurzarbeitergeld ebenso wie die Regelungen zum Insolvenzrecht auslaufen, müssen wir eine Welle von Arbeitslosigkeit und Firmenpleiten befürchten. Zusätzlich müssen wir einen strukturellen Anpassungsbedarf wichtiger Berliner Wirtschaftsbereiche befürchten, die in der Krise besonders hart getroffen sind. Tourismus, Messe, Kultur, Veranstaltungsgeschäft, Gastronomie, aber auch Einzelhandel. Wir wissen nicht genau, ob es dort so weitergehen wird wie vor der Krise. Es ist eher zu bezweifeln. Wir stehen also vor einer Pandemiefolgenkrise nach der Pandemiekrise. Die Notlage wirkt in ihren Folgen fort. Und wir müssen dann handeln können. Aber gleichzeitig werden sich die Einnahmeausfälle wegen der Pandemie, also die einnahmeseitigen Folgen der Pandemienotlage, weit über das Jahr 2021 hinaus erstrecken. Und 2 Milliarden Euro pro Jahr weniger in den Jahren ab 2022. Gerade in diesen Jahren tut sich hier also ein Haushaltsloch auf. Die Schuldenbremse, und es wird leider damit zu rechnen sein, dass es sie dann noch gibt, auch wenn sie dann noch kaum noch einer wollen wird, die Schuldenbremse wird dann verhindern, dass wir Investitionen durch Kreditaufnahmen finanzieren. Und Ihr Konjunkturausgleichsmechanismus wird uns im Gegenteil in dieser Krise nach der Krise vorgaukeln. Wir hätten eine Hochkonjunktur und müssen noch Geld zurücklegen. Damit werden wir uns gesondert auseinandersetzen müssen. Wir werden das sicherlich auf die Agenda setzen. Aber in jedem Fall ist es aus unserer Sicht essentiell, dass wir uns jetzt Gedanken machen, wie wir unsere Investitions- und Zukunftsfähigkeit sichern. Denn wir haben ja noch nicht mal den Investitionsstau der vergangenen Jahrzehnte abgebaut. Und andere Länder machen es uns vor. Sie tun das. Sie legen Investitionsfonds auf.
um die Folgen der Notlage zu bewältigen. Bayern, Hessen, Sachsen, um nur einige zu nennen, versetzen sich so in die Lage, auch über das Jahr 2021 hinaus Investitionen in die Infrastruktur zu finanzieren und Pandemiefolgen zu bekämpfen. Wenn wir das nicht wenigstens in dem Maß tun, wie andere Länder es sich leisten, werden die Berlinerinnen und Berliner den Unterschied in der Beschaffenheit der öffentlichen Infrastruktur zu sehen bekommen und erleiden müssen. Hier rechtzeitig zu handeln, wird für Berlin enorm wichtig sein. Die CDU kann dort bei ihren Südländern nachfragen, die SPD in Sachsen, die Grünen in Hessen und, wie ich gehört habe, auch die Bundestagsfraktion der Grünen ist jetzt offen für dieses Thema. Wir werden dafür sorgen, dass es nicht in die Vergessenheit gerät und insbesondere im Nachlesen beim DIW heute am heutigen Tage wird dort auch weiterhelfen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden weiter darüber reden müssen, wer die Krise zahlt. Die abhängig Beschäftigten durch höhere Sozialabgaben, die Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, durch Einschnitte in den Sozialstaat. Wir schlagen etwas anderes vor. Wir schlagen eine Vermögensabgabe vor, große Vermögen mit einer einmaligen Abgabe gestreckt auf viele Jahre heranzuziehen, wäre sicherlich der gerechte Weg bei dieser Frage. Dankeschön.